Nachrichten von der Erde. Die Rebellengruppe RSPK. So. Die Munition gleich mal einsammeln. So, da hau ich nämlich mal ab schnell. Und dann begebe ich mich mal zur nächsten Mission. Ein EDF-Konvoi ist auf dem Weg von Oasis nach Dust. Wir brauchen das Fahrzeug, das Sie verschieben. Sieh zu, was du tun kannst. Wo ist denn das überhaupt? Ach du Scheiße, ne, ist mir viel zu weit. So, da fahren wir jetzt mal hier lang. Ups. Entschuldigung. Wollte ich nicht. So. Jetzt fahren wir weiter. Das Ding ist aber wirklich schwer zu steuern, ey. So schnell ist das auch nicht irgendwie. Du ziehst das Let's Play nur in die Länge! Ja. Was soll ich denn machen, Leute? So langweilig hier zu fahren. Und eine schöne Brücke hier. Oh, Spiel, das Spiel! Ja. Guck, ein kleiner Überholmanöver. Gibt's da keine Flugzeuge hier? Nee, ne? So, ich guck mal jetzt mal auf die Karte. Wie weit ist denn das noch? Ah, da. Gut. So. Sag mal, ist dann hier auch noch hier diese Scheißdinger? Ja. Das wird ein bisschen hart. Oh Mann. Hallo, es fahr doch mal. Gleich die Scheiben mal zerkratzt, ey. Ich bin noch ganz kurz. Ja, Vorsicht, ey. Ja, mecker doch. Oh Mann, mach mal hin, ey. So, jetzt wird überholt. Schnauze voll hier. So. Unser Rückhalt in IOS wächst und der Feind verzweifelt langsam. Die IDF hat den Ausnahmezustand erklärt. Jeder, der sich auf der Straße zeigt, wird erschossen. Es ist eine Belagerung. Kein Essen, kein Wasser, keine medizinische Versorgung. Bis sie alle Red Faction-Sympathisanten in IOS haben. IDF-Scharfschützen haben bereits ein Dutzend Leute getötet. Du musst diese Gräueltaten beenden. Geh da rein und mach die Scharfschützen unschädlich. Wir wollen den Bewohnern von IOS zeigen, dass die Red Faction für sie kämpft. Na, wollen wir mal, ne? Die Scharfschützen befinden sich im Wohnviertel von IOS. Wir haben mindestens 5 Schützen ausmachen können. Vielleicht sind es mehr. So, 5 Schützen also. Die Situation ist kritisch, Mason. 2 weitere Menschen wurden erschossen. Finde diese Scharfschützen und schalte sie aus. Wo geht's denn hier nach oben? Da. Haben noch einen Arbeiter getötet. Da
Das ist kein südiger Mord. Wir müssen dem ein Ende bereiten. Um einen Scharfschützen zu finden, musst du wie einer von ihnen denken. Such die Dächer ab. Überprüfe alle Fenster. Untersuche alle Orte, die ihnen einen guten Überblick bieten würden. Ein Scharfschütze ausgeschaltet. So, da haben wir erstmal Munition abgesackt. Ach, sind da noch welche? Ah, ich behalte mal die Schrotti. Geht noch nicht hoch. Ja. Den Mistkerl habe ich erwischt. Du hast ihre Aufmerksamkeit gewonnen. Die EDF rückt ein. So, dann nehmen wir mal den nächsten Scharfschützen holen. Ach du Scheiße. So. Hab ihn, das war Nummer 4. Scharfschütze erledigt. Das war der letzte. Alles sauber. Wann gehen wir zur Offensive über? Früher als du glaubst. Sei bereit dafür. So, dann haben wir es geschafft, wieder. So, jetzt gucken wir mal auf die Karte. So, nehmen wir jetzt die Mission noch an. Während seiner Anhörung vor dem Verteidigungsrat der Erde hat General Ross bestätigt, dass Elemente der Red Faction jetzt in Dust und Oasis aktiv sind. Die EDF-Aufklärung geht davon aus, dass eine Splittergruppe oder Schläferzelle in Parker der EDF entkommen konnte und jetzt aktiv ist. Wir brauchen deine Hilfe. So, dann folge ich mal diesem Wegpunkt hier. So weit ist das ja nicht. Kann ich ruhig hinlaufen. Unser Guerillakämpfer glaubt, dass er vom Mars runterkommt, wenn er der IDF hilft. Finde heraus, was er weiß. Die Alarm
Alarmbereitschaft muss auf Code Grün sinken, bevor du diese Mission startest. Verstecke ich mich jetzt hier oben. So, dann drehe ich mal eine, Leute, bis das mal auf Grün anzeigt. Oh, das geht ja schnell. So. Die IDF hat einen streng geheimen Wirtschaftsgipfel einberufen. Sie wollen den Wirtschaftsgrößen glaubhaft versichern, dass der Aufstand unter Kontrolle ist. Unsere Industriebosse bezeichnen sich als Zivilisten. Aber lass dich nicht täuschen. Jedes Massaker, jede einzelne Grausamkeit auf diesem Planeten begeht die IDF zu ihrem Vorteil. Der Mars macht sie reich und Brutalität hält die Arbeiter in Schach. Wir haben nur eine einzige Chance. Dieses Mal werden sie mit Blut bezahlen. Ja. So. So, dann guck mal auf die Karte. So, wo muss man denn hin? Gibt's hier nicht irgendwo was? Hä? Kein. Der Ort ist auf deiner Karte eingezeichnet. Das Gebäude jetzt ist schwer bewacht, geh also nicht zu nah ran. Wer sind diese Leute? Bergbaukonsortium, Militärpartner, Transportunternehmen. Sie haben die IDF an der Leine und der Großteil des Rates steht auf ihrer Gehaltsliste. Das hier wird ihre Aktienwerte nicht steigern. Richtig. Wenn die Investoren das Vertrauen verlieren, werden sie die Besatzung nicht mehr länger finanzieren. Wie viele Leute sind auf dieser Party? Genug, um die Sache interessant zu machen. Diese Leute versklaven den Mars. Jedes Mal, wenn die IDF auf eine Arbeiterversammlung schießt oder Menschen von ihrem Land vertreibt, geschieht dies zum Wohle dieser Firmen. Für ihren Profit gehen sie über Leichen. Ich bin am Ort des Geschehens angekommen. Ich kann das Gebäude von hier aus sehen. Schwere Sicherheitsvorkehrungen. Scharfschützen sind in Position. Was auch geschieht, die Ziele dürfen auf keinen Fall entkommen. Ja, aber wie ziehe ich denn das an überhaupt? Tarntäuschen verbissen geht hier nicht, ne? Ziel am Boden. Hab noch einen erwischt. So. Das war der dritte. Nummer 4 kann von der Liste gestrichen werden. Und noch einer weniger. Das war der letzte. Alle Ziele erledigt. Diese Männer haben für ihre Gier bezahlt. Wenn wir den Preis hoch genug ansetzen, wird der Mars frei. Siehste, so einfach ist das. Wieder geschafft. So, bin mal gespannt, was ich jetzt machen muss. So, da gucken wir auf die schlaue Karte. Ja, wie es aussieht, muss ich hier erstmal zerstören. Naja. West, bist du da? Ich brauche dich als Beifahrer. Schau mal auf deine Karte. Ach, muss ich mal das Auto wegfahren, ja. So. Los, Jenkins, lass mich hier nicht warten. Ich komme. Ich musste nochmal eben schiffen. Ich muss eben nochmal schiffen.
Warten, der da hinten ist er. Nicht schlecht, meine neue Federung, was? So, da wollen wir mal.